zurück auf meinem Kanal. Wir haben hier heute mal wieder ein kleines verlassenes Häuschen mitten im Wald gefunden. Wollen wir uns mal angucken. Ich glaube, viel ist nicht mehr da. Schon ziemlich zerrockt, wie man hier auch so sehen kann. Aber wir gucken trotzdem mal. Und bleibt dran. Viel Spaß. Ist hier mitten im Nichts quasi. Also oben lohnt sich überhaupt nicht, das ist komplett. Ja, ich weiß. Hier, die Truhe ist nicht schlecht. Eine schöne alte Holztruhe. Hat aber schon irgendwie angezündet. Da drunter auch gleich der Kühlschrank. Glasbausteine. Hier ist noch ein alter Ofen. Hier tropft sogar noch Wasser. Große Wasserleitung. Drauf ist. Aber okay, muss ja. Ja, wie gesagt, viel ist nicht mehr zu sehen. Wir können auch nach oben gucken. Das ist ja auch eine merkwürdige Konstruktion. Der macht in sein Dach hin oder Abwasserrohr oder was hier einfach quer durch oder wahrscheinlich kommt es sogar von oben von der Toilette. Müssen wir gleich mal gucken. Ah, hier ist alles Feuerholz noch oben. Kleines Waschbecken. Hier. Ich meine, die Fliesen sind natürlich wieder geil. Mit so Windmühlen drauf. Da gibt es auf jeden Fall schönere oder auch hässlichere. Keine Ahnung. Sagt mal selber. Schreibt mal in die Kommentare. Das ist ja auch hier wirklich spooky. Da konnte man so rein. Komischer Türspion irgendwie. Mit einer kleinen Scheibe drin. Alte Sackkarre. Der alte Rasenmäher, der ist nicht schlecht. Das ist immer so Weihnachtsdeko in dem Müllberg hier. Sonnenstuhl. Alter kaputter Fernseher. Hier ist die Eingangstür mal gewesen, Haupteingang. Da ging es direkt wieder raus. Auch cool irgendwie. Oben sind auch schon ziemlich viele Löcher hier in der Decke. Da sollten wir oben vielleicht ein bisschen aufpassen. Mal gucken wir uns mal an. Ja, eigentlich hatten wir uns hiervon ein bisschen mehr erhofft, aber. Ist leider nicht. Gucken wir mal hoch. Steht auch noch ein Ofen. Das war es dann aber auch. Uff. Alter. Die hat es auch schon hinter sich. Oh, eine schöne Tapete auch. Ist eh nichts mehr, das hat man von unten schon gesehen. Schönes blaues Waschbecken jetzt hier noch.
Das hier ist auch richtig eine gute Nummer. Hier fehlt auch schon die ganze Decke. Deswegen gehen wir da hinten noch gar nicht erst weiter. Ist nicht so eine gute Idee, glaube ich. Gucken wir uns hier nochmal draußen um. Hier ist mal eine schöne Markise. Ich meine, einen schönen Ausblick hat man hier gehabt, da hinten auf die Hügel, Berge, wie man es nennen will. Bergeleit. Interessant zu wissen. Das Einzige, was hier echt noch gut erhalten ist, ist dieser Gartenstuhl hier. Der sieht aus wie neu. Die ist auch schon gleich. Auch hier dieses runde Fenster. Dieses Ei. Das ist nicht ganz gerade, aber es ist cool. Ist noch eine Badewanne und eine Garage. Was ist das für eine merkwürdige Garage? Was soll man hier reinfahren? So ein Auto ja schon mal nicht. Motorrad. Der passt nicht rein. Die ist richtig klein. Zum Renovieren. Eine Putzkelle und so ein Kram. Da steht noch ein kleiner Herd, Alter. Und Kohlen. Deswegen auch die ganzen Öfen, ne? Oh, was? Das hier soll mit der Garage, das ist so klein, das ist heute gar kein so. Obwohl, hier guckt man ja eigentlich eh nicht so richtig mit dem Auto. Und hier war auch nochmal eine Tür für den Kohlenkeller in Anführungsstrichen. Das ist nicht schlecht. Da hängt noch ein Jutesack. Gucken wir gleich mal. Hier. Und ein Pissoir liegt da auch noch. Also irgendwas muss ja hier doch mal mit Gastwirtschaft zum Wandern oder so gewesen sein. Der Ofen ist eigentlich auch richtig cool. Ein richtiger Emaille-Ofen, schön alt. Das Ding. Was ist jetzt, Pippi? Da war doch gerade eine Tür. Wie blöd. Da ist eine Tür. Da mal einer einfach ins Vorgezimmer von außen. Tür? Keine Tür. Schade. Hier war mal das Badezimmer, ne? Ja, zumindest eine Toilette. Ganz komisch. Das muss ja, das Dach ist doch hier nachträglich irgendwie draufgesetzt worden. Sieht ganz komisch aus. Naja. Aber okay. Das ist ja noch gar nicht so alt im Aussehen. Im Gegensatz zu dem anderen Zeug hier. Und das hier, das ist halt super strange. Die Nummer. Ich glaube, wir haben auch alles. So, hier, das war. Ach so. Ja, nee, nicht ach so. Keine Ahnung. Also hier kommt das vor. Ich hätte gedacht, als Abzugshaube oder so. Vielleicht vom Herd, wenn es da mit reingeht. Aber macht eigentlich auch keinen Sinn. Oder Abwasser und es wird hier noch weitergeleitet. Und dann mit in die Rohre. Was denkt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, wofür dieses Rohr gedacht war hier. Was man auch schon im Flur gesehen hat. Also einmal da. Und da. Okay.
jeden Fall eine richtig bescheuerte Konstruktion, meiner Meinung nach. Wer hat denn gerne so ein Rohr quer durch den Flur? Hätte man ja zumindest nach oben machen können. Aber da das mit Gefälle ist, muss das ja irgendwie abwarten. Keine Ahnung. Wer sich dabei was denken kann, kann es ja mal bitte in die Kommentare schreiben. Ja, wir können nochmal von außen gucken. Vielleicht macht das dann mehr Sinn. Können wir das gleich mal angucken. Hier liegt ja schon das halbe Haus, Alter. Ja, es geht anscheinend nach oben. Und das können wir auch erklären, wo die restlichen Wände hin sind hier. Hier ist das Ohr nicht zu sehen. Kann höchstens sein, dass oben noch Toilette oder so. Beziehungsweise hier ist der Kamin. Vielleicht ist es irgendwie noch mit dem Kamin. Kunststoffrohr. Wer es weiß, schreibt es bitte in die Kommentare, wer sich dabei was denken kann. Aber ich würde mal sagen, gab es nicht viel zu sehen. Ein bisschen. Aber wir wollten noch mehr auf dem Plan haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.